Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Rawlovers, es freut uns sehr, dass wir Sie und euch wieder hier begrüßen dürfen zu unserem inzwischen dritten MOOC, den wir hier heute in Graz aufnehmen. Gut bekannte Gesichter wieder dabei, Michael Lanzinger. Für die, die mich noch nicht kennen, filmisch, mein Name Alexander Utz-Ferner. Man sagt mir nach, der Posterboy der Lawbusters zu sein. Bilden Sie sich bitte Ihre eigene Meinung dazu. Und es freut uns sehr, dass wir jetzt wieder einen MOOC aufnehmen können und dass wir wieder mit Ihnen kommunizieren können. Wir haben uns für diesen dritten MOOC was ganz Besonderes überlegt. Zu 20 Jahre des Erscheinens des ersten Teils von Harry Potter, Stein der Weisen, haben wir uns überlegt, machen wir einen Harry Potter MOOC. Da gibt es so viele wichtige und relevante Fragen, die wir klären wollen. Das machen wir, das wird lustig. Und wir erzählen ein bisschen aus unserer Studienzeit, Studentenzeit, wo wir jetzt gleich einsteigen wollen mit unserer ersten Folge, die da heißt von rechtlichen und magischen Bindungen. Wir haben beide erlebt auf der Universität, dass man, wenn man da landet und hinkommt, viele schräge Personen kennenlernt, alle wuseln herum, großes Gebäude, Gemäuer, teilweise Universitäten mit einem großen Teich davor. Und irgendwie, so in Erinnerung schwelgend, denkt man dann schon ein bisschen an Hogwarts. So. Du meinst, wer die Bilder mit einem reden nach Mensafeste? Manchmal während Mensafeste? Zum Beispiel, ja. Manchmal sind es keine Bilder. Genau. Ja. Manchmal Geister. Manchmal Geister, ja. Oder etwas blasser. Auch noch ein Mensafest, ja. Nein, stimmt, das hat schon irgendwas von einer Schule für Hexerei und Zauberei. Insbesondere die juristische Sprache eigentlich, die hat mit der normalen Sprache oft eigentlich ein bisschen wenig zum Tun. Oder? So ist es. Also wenn ich so zurück überlege, erstes Semester, Anfang, bekommt dann so eine Bücherliste und da steht dann Kodex. Für alle, das da ist ein Kodex. Das ist das Buch der Zaubersprüche der Juristen. In dem Fall konkret bürgerliches Recht. Verwenden wir dann recht oft. Und man lernt da eine ganz eigene Sprache kennen, wo man doch denkt, man hat Deutsch gelernt und kennt sich ein bisschen aus. Und wenn ich da zurückdenke, der erste Spruch, den ich so gelernt habe, den man da lernt im juristischen Bereich, die Revindicatio. Also die Revindicatio, die Eigentumsherausgabeklage in dem Fall. Danke, Hermine. Bitte, Ron. was kann man damit machen? Man bekommt auf einmal Eigentum. Ich möchte das Ihnen jetzt und euch gleich praktisch zeigen. Also ich nehme jetzt meinen Zauberstab. Wozu sind wir in einem Harry Potter MOOC? Wir erklären das natürlich mit Zauberei, ist ja, ganz natürlich. Klar. Und dann spricht man da diesen hoffentlich richtig betonten Zauber und dann funktioniert das hoffentlich. Ja, probier's einfach mal. Revindicatio. Ich staub immer so, so ja. Hat funktioniert. Hey. Ja. Unser sprechender Hut, der Lawbusters. Er spricht oberösterreichisch. Ja, aber kärntnerisch hat er inzwischen gelernt. Er spricht österreichisch. Okay, passt. Was wir natürlich auch machen, ist auswählen, in welches Haus und welches Rechtsgebiet wir eintauchen. Das machen wir jetzt gleich mal. Mit mir? Mit dir. Also, wow. Ich wollte schon immer wissen, in welchem Haus das ich bin. Ja. Damit ich dann vielleicht die Hogwarts-Abendschule Alumni zweiter Bildungsweg dann auch besuchen kann, weil irgendwie warte ich noch relativ lang. Also warte ich schon relativ lange eigentlich auf meinen Beruf, auf meine Eule. Wie schaut es bei dir aus? Habe ich auch noch nicht gekriegt. Da gibt es unglaubliche Probleme mit dem Zustellgesetz. Ja. Und da tatsächlich ein Rückstau. Ja, Rückstau ist ein Problem. Aber ja. Also wir sind zuversichtlich, dass es irgendwann definitiv soweit ist. Definitiv, ja. Bis dahin die Abendschule. Und ja. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ja. Ich mache das so, wie man es macht, so ein bisschen so ein Zeremoniell. Zeremoniell, ja. Okay, Moment. So gut? Ja, wunderbar. Ja, ich setze das jetzt ganz ehrfürchtig auf und dann schauen wir mal, was ausspuckt. So, warte mal. Hufflepuff! Okay, Hufflepuff.
für die richtige Krawatte entschieden, eindeutig. Glück gehabt, ja. Glück gehabt. Gott sei Dank. Stell dir vor, da war etwas anderes rausgekommen. Wir hätten die Aufzeichnung unterbrechen müssen und eben eine andere Krawatten anziehen müssen. Aber also danke, lieber Hut. Ja, das war sehr gut. Sie haben auch gemerkt, solide österreichischer Hut. Ja, du hast den jetzt hergezaubert mit der Revindicatio. So ist es. Hat funktioniert, wie man sieht. Ziemlich gut sogar, Funktioniert das immer oder kann es einfach inzwischen so gut? Beides. Also generell, es funktioniert in der Praxis eigentlich fast genauso. Man braucht nur keinen Zauberstab, sondern ein Gericht. Aber wir reden eben über die Revindicatio, der Zauberspruch Nummer 366, Paragraph 366 ABGB, die sogenannte Eigentumsherausgabeklage. Was hat es damit auf sich? Ganz einfach, nehmen wir an, dieser sprechende Hut, der gehört mir. Das ist mein Eigentum. Ich habe das Vollrecht des Eigentums. Das ist ein schuldrechtlicher, sachenrechtlicher Begriff im ABGB, im Zivilrecht. Und ich habe diesen Hut jetzt aber nicht bei mir, also ich habe ihn nicht inne, sondern du hast ihn inne. Aber ich habe ihn im Alex weder geborgt, noch habe ich ihn geschenkt oder verkauft, sondern er hat ihn einfach, er hat ihn genommen. Was kann ich also tun? Ich als der nicht innehabende Eigentümer kann mit der Revindicatio gegen den innehabenden Nicht-Eigentümer vorgehen und kann quasi sagen, ich mache das jetzt einfach auch mit einem Zauberstab, quasi Revindicatio und dann so. Ja, damit. Ihr seht, ja, fast so einfach geht das. Und kann mein Eigentum herausverlangen. Es geht also nicht darum, dass ich irgendwie Schadenersatz verlange oder irgendwas anderes, sondern wirklich die Sache selbst. Angenommen, die Sache selbst existiert nicht mehr, dann könnte ich nur mehr Schadenersatz verlangen, weil es ja die Sache nicht mehr gibt. Aber die Eigentumsherausgabeklage ist wirklich auf die Herausgabe der Sache, in dem für unseres sprechenden Hutes, ganz genau gerichtet. Soweit einmal das. Aber das ist ja nicht der einzige Zauberspruch oder nicht der einzige zauberhafte Begriff, wenn man so sagen, den es in der Juristerei gibt. So ist es. Also die Juristerei ist magisch. Einfach nur magisch. It's magic. Ja. Also da in diesem Buch sind unglaublich viele Zaubersprüche. Ein weiterer, den man eigentlich sehr, sehr bald kennenlernt, ist gar kein, vielleicht kein Zauberspruch, aber eine wichtige Grundlage, um Zaubersprüche auszuführen, ist das sogenannte Vinculum Juris. Das klingt eigentlich recht schön, so dynamisch. Fast poetisch. Ja. Vielleicht könntest du uns erklären, was das Vinculum Juris ist. Das ist das sogenannte Rechtsband oder die schuldrechtliche Verbindung. Wir stellen uns jetzt vor, wir beide schließen einen Kaufvertrag. Der Alex kauft sich bei mir einen Zauberstab. Das braucht er nämlich, logisch. Er bekommt jetzt den Zauberstab, das ist die Sache, die wird ihm übergeben. Er bekommt also das Eigentum. Und er ist jetzt verpflichtet, er schuldet mir, da bin ich der Gläubiger, er der Schuldner, er schuldet mir Geld für diesen Zauberstab. Ob er mir das jetzt bar gibt, ob er vorher zu Gringotts geht und das Ganze abhebt, oder ob er Paypal oder Wizard Card oder was die dort da immer haben, in der Winkelgasse entsprechend bezahlt, das ist dann wieder egal, aber es ist schuldrechtlich, hat er die Verpflichtung, mich zu bezahlen, genauso wie ich schuldrechtlich die Verpflichtung habe, ihm diesen Zauberstab zu geben. Entweder einfach, nur mal ganz kurz, Hand zu Hand, also direkte Übergabe, aber er kann auch sagen, der Zauberstab, der ist mir jetzt ein bisschen zu schwer oder ich muss jetzt noch woanders hin, bitte nach Hause liefern. Dann würde ich ihm zum Beispiel eine Eule schicken oder das Ganze einmal durch den Kamin jagen oder so. Aber ich bin verpflichtet, ihm diesen Zauberstab zu übergeben und ihm quasi das Eigentum am Zauberstab zu übertragen. Und dieses beidseitige Schuldverhältnis ist eben das Rechtsband, das Vinculum Juris, und das gilt auch gegenüber Dritten. Vielleicht, wenn ich noch anmerken darf, bitte merken. Schick nicht die Eulenpost. Okay. Haben wir ja schon geredet, sonst Also, den nimmst du nachher einfach mit, kein Problem, aber zahlen dann später. Gehst erst du zu Gringotts. Also, die Grazer Filiale von Gringotts kennt man, ist in der Nähe von der Münzgrabenstraße, wer es nicht weiß. Schaut es euch einfach mal an. Wer es findet, schreibt es uns bitte, wir wissen nämlich selber nicht, was es ist. Bitte. Und schickt uns eine Eule. Unbedingt. Genau, schickt uns eine Eule. Das habe ich jetzt, glaube ich, soweit verstanden, um das vielleicht noch abzuchecken. Ich denke konkret bei diesem Schuldverhältnis, das man da eingeht. Das Vinculum Juris. Danke. Denke ich konkret an Harry Potter und den Feuerkelch zum Beispiel. Mhm. Aus den Büchern oder aus dem Film auch kennt man die Szene, wo das trimagische Turnier stattfindet.
Und jeder, der teilnehmen möchte und ein gewisses Alter hat, der Harry ist noch minderjährig oder dafür zu jung, aber jedenfalls jeder, der daran teilnehmen möchte, wirft da seinen Namen rein und es werden halt drei werden ausgespuckt und dürfen an diesem Turnier teilnehmen. Ist denn das auch so etwas ganz grundsätzlich mal? Wird da auch ein bindender Vertrag geschlossen? Das ist insofern spannend, das kann man nämlich auf zwei Arten sehen. Das eine ist wirklich, dass die ein Angebot machen und der Kelch sozusagen dadurch, dass er das ausspuckt, das Angebot annimmt. Die andere Möglichkeit wäre, oder und damit ist nämlich das Aufstellen des Kelches eigentlich eine, wieder ein Zauberspruch, eine Invitatio ad Offerendum, also eine Aufforderung, ein Angebot zu stellen. Das bedeutet also nicht, ich nehme an die Teilnahme beim Turnier, weil der Kelch bietet mir das an, sondern der Kelch sagt, ich biete dir an, mir anzubieten, dass du am Turnier teilnimmst. Das ist genauso plausibel wie einfach formuliert, aber es ist eben eine sogenannte Invitatio ad Offerendum und eigentlich der, der den Zettel einwirft, stellt das Angebot und der Kelch in dem Fall nimmt es an und... Indem man den Namen auswirft. Genau, indem man den Namen auswirft. Und da haben wir natürlich auch ein Problem, weil im Film oder auch in den Büchern ist es ja so, dass der Harry ist der vierte ausgespuckt wird. Da kann man sich mal über das wettbewerbsrechtliche, also Wettbewerbsregeln in dem Fall vom Trimagischen Turnier Gedanken machen, ob das überhaupt passt, aber das wird dann bestätigt, soweit ich weiß. Der Dumbledore sagt dann, was genau ausgespuckt wird, ist bindend und das Schulverhältnis genau ist eingegangen. Nur da haben wir das Problem, also der Dumbledore ist ein wunderbarer Magier, aber da hat er ein bisschen daneben gegriffen, muss man ganz ehrlich sagen, weil erstens ist der Harry minderjährig, das heißt, es ist die Frage, ob er überhaupt teilnehmen dürfte, weil er hat ja noch nicht den nötigen Reifegrad, das ist ja im Film thematisiert und er macht ja nicht dieses Angebot, sondern es macht jemand anderer das Angebot für ihn, indem er den Zettel hineinwirft. Und da haben wir das Problem, dass das ein Versprechen zulasten Drittes, also ein schuldrechtliches Versprechen, wo wer anderer dann sozusagen die Aufgabe hat oder das zu tragen hat, die Suppe auszulöffeln hat. Und das ist noch in dem österreichischen Recht nicht zulässig. Das bedeutet, lieber Dumbledore, wenn du uns jetzt zusiehst, also toller Zauberer, gibt es überhaupt nichts, aber vielleicht... wenn das nächste Mal sowas ist, vielleicht ganz kurz uns anrufen, bitte keine Eule schicken, die brauchen etwas länger, aber vielleicht uns ganz kurz anrufen und fragen, hey, Lobasters, wie schaut das aus, wann plötzlich vier Leute beim Trimagischen Turnier teilnehmen oder generell, wie schaut das aus, wann wieder Schüler irgendwo als Geist ist und so weiter. Wir beantworten gerne auch diese rechtlich magischen Fragen. Ja. In Form eines Rechtsgutachtens. Ganz genau. Kontonummer, Gringotts Bank, das haben wir schon. Mal haben ist, wir ja, ist kein Thema. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt verstanden damit. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, dass du da warst. Sehr gerne. Ich würde sagen, gehen wir jetzt zum Quidditch-Turnier. So ist es. Passt. Schauen wir uns an. Das ist ein richtig cooles Spiel. Gell? Ja, du hast Karten ganz oben. Ganz oben, beste Aussicht. Perfekt. Wunderbar. Machen wir. Dann tschüss. Bis zum nächsten Mal.